Ja, er wird fehlen, Udo Scholz. Und ein weiterer langjähriger Wegbegleiter von Udo Scholz, Antti Soramies, ist jetzt bei uns. Guten Abend, Antti. Ja, guten Abend, hallo. Viele, viele Jahre hast du auch Udo gekannt. Welche Erinnerungen bleiben dir von ihm? Als wir eben die Bilder gesehen haben, dir ist es ja genauso gegangen, hat uns sofort ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, Udo Scholz. Und genauso habe ich ihn in Erinnerung. Also einfach als jemand, der so positiv immer rüberkam, egal was er gemacht hat, dass man immer lächelt, wenn man an Udo Scholz denkt. Das ist irgendwie das Wunderbare an ihm. Mhm. Einfach, das ist das, was und seine Leidenschaft wurde in diesem Beitrag ja schon gesagt. Das ist unfassbar. Ich habe selten jemanden erlebt, der so eine Leidenschaft hat, für eine Sache so brennt wie Udo Scholz. Mhm. Und du hast, glaube ich, noch in der jüngeren Vergangenheit auch noch ein besonderes Erlebnis mit ihm gehabt, ne? Ja, genau. Wir sind Anfang März sind wir vor der Corona-Krise sind wir nach Hamburg gefahren. Hintergrund war, wir haben, da gab es einen Eishockeyspieler, der hatte einen Unfall, war querschnittsgelähmt. Und Udo Scholz hat davon mitbekommen, hat angefangen zu sammeln. Mit mir zusammen haben wir so ein paar Aktionen gemacht. Und da wollte er unbedingt diesen Scheck übergeben in Hamburg. Mhm. Und ich habe gesagt, Udo, tu dir doch das nicht an. Du musst doch nicht nach Hamburg fahren. Doch, doch, er wollte dabei sein. Da haben wir 10.000-Euro-Scheck übergeben an den jungen Tjalf, so hieß der. Mhm. Er ist hingefahren, er ist also die ganze Strecke hingefahren, hat sich nicht nehmen lassen. Und ich immer wieder alle 100 Kilometer, Udo, lass mich doch fahren. Nee, nee, ich fahr. Also unfassbar, wie er Gutes tun wollte, wie er einen Drive gehabt hat, eben Gutes zu tun. Und es wird ihm ja auch nicht gerecht, ihn jetzt nur als Stadionsprecher der Adler Mannheim zu bezeichnen. Was hat er grundsätzlich getan für die Region, nicht nur für den Sport? Grundsätzlich hat er seine Aufgabe gesehen, von bedürftigen Kindern zu helfen. Mhm. Er hat diese Kinderfesperkirche zusammen mit dem Verein Adler helfen Menschen gemacht. War immer jeden Tag dort, hat Sponsoren gesucht, hat Geschenke gesucht, hat so kleine Giveaways für die Kinder gehabt. Ständig da Zeltlager, das er jetzt leider abgesagt wurde. Mhm. Hat er auch organisiert. Und das war auch ein schwerer Schlag für ihn, dass das eben nicht geklappt hat. Er war also wirklich einer, der da so getrieben war, davon einfach Menschen was Gutes zu tun. Das hat mich unglaublich auch inspiriert, muss ich sagen. Ich. Und sehr schön Teil davon gewesen zu sein, einfach ihn erlebt zu haben. Wie geht es jetzt weiter? Also mal gerade für die Adler. Jens Schneider haben wir heute schon bei uns hier gehabt, mit ihm gesprochen. Wie schwer wird das sein, das Erbe von Udo Scholz anzutreten? Ja, die Lücke kann man ja nicht füllen. Also er war ein Tausendsasser, er hat alles gemacht und alles mit wahnsinniger Leidenschaft, mit viel, viel Zeit, Liebe zum Detail. Also die Lücke kann man nicht schließen, aber man muss auch irgendwie weitermachen. Und Udo war klug genug, auch in den letzten Jahren jemanden heranzuziehen, nämlich den Jens Schneider, der jetzt die Aufgaben des Sprechers in der Halle dann übernimmt. Wie das dann geregelt wird mit diesen wohltätigen Geschichten, das muss man natürlich alles erst noch sehen. Aber da fehlt er natürlich auch als Persönlichkeit und als einer, der wirklich seine Arbeit gerne gemacht hat und das nach außen gelebt hat. Mhm. Also da fehlt er natürlich unglaublich. Aber es ist auch in seinem Sinne, dass alles weitergeht. Das ist auf jeden Fall, dass das, was er angestoßen wird, dann auch in seinem Sinne fortgesetzt wird. Antti Soramies, herzlichen Dank.